In Polen diskutiert Trucker-Babe Sabrina mit der Dame an der Mautstelle. Aber die versteht nur bürokratisch. Passwort. I have the car. I have a photo. I have a photo. Can I? Also wieder zurück zum Truck und den Reisepass holen. Es ist später Abend und Sabrina möchte heute noch ihren Schlafplatz erreichen. Nach einem Tag auf der Autobahn zehrt dieses Hickhack an ihren Nerven. It's very, 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 very complicated. A lot of paper. Thank you, girl. Have a nice week. Alter, wie lange habe ich bitte gewartet? Das war ja krank. Ich habe jetzt wirklich fast eine Stunde gebraucht, 55 Minuten. Von Ankunftszeit bis, dass ich meine Box abgeben durfte und die neue Box mitnehmen durfte. Das ist ja krass, ey. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Unterlagen, weil das reicht ja noch nicht. Nein, das reicht noch nicht. Die Schnellstraße ist gesperrt und Sabrina muss einen komplizierten Umweg nehmen. Oh. Jetzt darf ich echt alles Landstraße fahren? Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ernsthaft jetzt? Wegen der Straßensperrung hat er mich jetzt komplett von der Autobahn oder halt von dieser Schnellstraße runtergeschickt und ich muss jetzt komplett Landstraße fahren. Sabrina wird jetzt doch nervös. Gerade so ein bisschen gruselig, weil man hier irgendwo lang fährt, wo man irgendwie ins Ungewisse fährt. Ich bin hier einsam und verlassen. Ne? Hinter mir ist keiner, mir kommt keiner entgegen. Das ist echt gruselig, wirklich. Ey, das schaut aus, ey, hier die ganzen alten Häuser. Da könntest du ja meinen, du bist echt in einer Hexengegend oder so. So irgendwo am Arsch der Welt einfach. Ey, hier ist doch alles wie ausgestorben, ausgefegt. Das gibt's doch gar nicht. Hier sind doch gar keine Leute unterwegs, außer so komische Gestalten. Der nächste Typ, der hier rumsteht. Also das ist echt unheimlich. Ich will hier weg. 27 Kilometer bis zum Ziel, ey. Boah, das zieht sich echt. Jetzt will ich aber endlich mal ankommen, ernsthaft. Nach 15 Stunden Schichtzeit ist Schicht im Schacht. Ich hab echt Hunger, ich will auf Toilette. Ich will diese scheiß Straßen hinter mir lassen. Für das Trucker-Babe heißt es gleich Bett statt Bock. Endlich angekommen, ey. Was für eine Prozedur. Die letzten paar Kilometer, ich habe sie gehasst. Ich bin richtig froh, dass ich es endlich geschafft habe, weil ich habe Hunger und ich bin froh, dass ich endlich da bin und jetzt auf mein Zimmer kann, was essen kann. Und also ich hoffe zumindest, ich kriege noch was zu essen. Ja, jetzt gucken wir mal hier rein, ob ich alles richtig mache. Für Sabrinas Wohlbefinden ist gesorgt. Jetzt ist der Truck dran. Also eingecheckt habe ich jetzt schon mal, aber wenn hier einer kein Deutsch und kein Englisch spricht, das ist für mich sehr schwierig, weil Polnisch kann ich noch nicht. Aber na gut, ich hoffe jetzt einfach mal, ich darf so stehen bleiben und ich räume jetzt meine Sachen raus, mache meine Kennzeichen runter und dann gucke ich noch mal, dass alles mit der Ladung passt. Also in dem Fall ist er halt ziemlich wertvoll, die Ladung, und deswegen muss ich halt noch mal checken, ist alles in Ordnung. LKW und Fracht haben einen Wert von 220.000 Euro, doch Diebe haben keine Chance, denn nicht mal Sabrina selbst bekommt die Tür auf. Hä, bin ich jetzt bescheuert oder was? Das gibt's doch gar nicht. Das Schloss lässt sich nicht öffnen. Das rast aus. Dann eben ohne Check. Hoffentlich auch ohne üble Folgen.